Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge beim Autosimulator. Ich wollte heute nicht ganz so lange machen, aus Gründen, weil ich denke, die letzten Folgen waren doch ziemlich lang. Da habe ich gedacht, da machst du vielleicht mal wieder ein bisschen was Kürzeres. Ja, habe ich mir so gedacht. Habe ich mir so gedacht. Wer weiß, vielleicht mache ich es auch nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Wir fahren einfach mal. So, wo sind wir denn? Da, in London. Rotterdam, nö, da. Nee, da. Ja. Gibt's denn nicht irgendwie was nach. So nach Southampton wäre schon. Also, dass wir vielleicht mal ein bisschen hier bleiben, auf jeden Fall. Wir nehmen mal den. Also, auf jeden Fall mal ein bisschen auf den englischen Inseln bleiben. Auf den britischen Inseln. Wie auch immer. So, Karre an und rum und los geht's. So, 26.000 haben wir auf dem Konto. Mit der Fahrt sind es dann ungefähr 30.000. Ich denke, das ist okay. Ziel ist ja eigentlich immer noch einen neuen LKW zu besorgen. Und dann noch einen Fahrer dazu, dass wir da so ein bisschen in die Gänge kommen, was unsere Firma angeht. Das wird wahrscheinlich noch ein Stück dauern. Ich bin mir nicht so sicher. Noch werfen die Frachten nicht unbedingt so extrem viel ab. Ja, ich hab's gewusst. Gute Bremsen auf jeden Fall in dem Ding. Also an den Bremsen habe ich nicht gespart. So. Die Fahrertür haben sie aber gerade nicht auf die andere Seite gemacht, oder? Das sah jetzt merkwürdig aus. Jo. So. Ja, was. Eigentlich wollte ich jetzt so ein bisschen über die Umfrage schon erzählen, aber es ist gerade mal die 2 Tage danach, da gibt es noch nicht so viel zu sagen. Beziehungsweise, wo ich das aufnehmen kann, sie gerade an dem Tag erst raus. Was will man da groß sagen? Außer, dass es natürlich schön ist, dass sich sofort welche beteiligen daran. Das ist immer sehr gut. Das finde ich immer, also muss ich sagen, finde ich immer geil. Muss ich zugeben. Ich denke, ich lasse sie so, ja, so 2, 3 Wochen lasse ich die vielleicht laufen mal. Vielleicht auch einen Monat, ich weiß es noch gar nicht. So, wir gucken mal. Jo, den nehmen wir. Und dann gucke ich mal, was so die Kommentare sagen, was da so rauskommt. Ich denke, das ist okay. Ja, ansonsten, Let's Tests immer noch beim Alten, wird es noch geben, ne, habe ich ja erst. Letzte oder vorletzte Folge angekündigt mit Far Cry und Assassin's Creed und so weiter und so fort und Fallout und dem und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Das bleibt natürlich bestehen, das ist ganz klar. Nicht, dass manche denken, jetzt vielleicht ist es irgendwie wieder verworfen oder so oder es wird weniger. Nein, ganz im Gegenteil, es werden sogar immer mehr und mehr Spiele. Kam auch erst heute, was für euch vorgestern jetzt sein dürfte, wieder eins. Falsche Straßenseite, yo. Bester LKW-Fahrer der Welt. Läuft bei mir. Kam ja wieder erst eins raus. Von einem Spiel, das ich persönlich so vom ersten Moment an super Hammer fand. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Boah, der Hammer. Ich wollte gar nicht aufhören zu spielen. Junge. Ich wollte gar nicht aufhören zu spielen, muss ich zugeben. Aber ich zügle mich natürlich. Auch aus dem Grund, dass ich mich nicht spoilern möchte. Falls denn gewünscht wird, beziehungsweise ja, falls halt gewünscht wird, dass es zu einem Let's Play wird, dass ich mich da nicht irgendwie spoiler oder was. Also, es war wirklich auch vollkommen blind die ganze Sache, ne? Also nicht, dass jemand denkt, ich habe da irgendwie was gewusst oder so.
Gut, was ich schon wusste, war, dass wir den Waffen aufwerten bzw. ausrüsten. Das habe ich schon gewusst. Das habe ich schon gemacht, wo ich mal so ein bisschen Probe gespielt habe. Das war es dann aber auch schon. Ja, wie gesagt, also ich fand es mega, muss ich zugeben. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe, haben wir bestimmt schon gesehen, die ganzen Videos haben jetzt richtige Thumbnails bekommen, richtige Thumbnails verpasst gekriegt. Wo auch das Logo vom Spiel drin ist und die Folgenzahlen alle, weißt du? Weil es wurde langsam mal Zeit dafür, ganz ehrlich. Die anderen waren ja immer nur so von YouTube generiert, beziehungsweise ich habe mal eins per Screenshot eingefügt, aber. Es wurde langsam mal Zeit für sowas, ganz ehrlich. Und ja, da habe ich die letzten 2 Tage dran rumgefuhrwerkelt. Habe die dann auch eingebastelt. Bzw. halt hochgeladen auf YouTube dann für das Video. Und heute fast den ganzen Tag. Ne, nicht den ganzen Tag durch. Von. Ja. So ungefähr 15 bis 23 Uhr habe ich die ganze Facebook-Seite erneuert. Komplett. Das heißt, ich habe alles rausgeschmissen. Alle Beiträge, alles komplett weg. Alles weg. Und habe sie durch die ersetzt, wo statt dem Video, was direkt unten drunter dann war, unter dem Link, habe ich das Thumbnail eingefügt. Aus dem Grund, es wirkt so viel übersichtlicher. Und du hast nicht immer diese Videoboxen da drin. Das ist auch so ein bisschen nervig. Und gerade bei manchen zeigt er dann das Bild an, bei manchen nicht. Und das ist dann wieder total durcheinander. Und dann sieht er einfach unschön aus. Und weißt du schon. Ja, dann habe ich mich da ewig mit der Seite geprügelt. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Es war echt. Es war zum Verrücktwerden. Es war echt zum Verrücktwerden. Ich war ganz kurz davor, meine Faust durch den Monitor zu rammen. Aber ich habe es dann doch noch hingekriegt. Jetzt läuft es soweit. Anderer Vorteil ist natürlich auch, bisher kam das halt immer so unregelmäßig, dass da neue Videos angekündigt sind und alles. Das kam immer sehr unregelmäßig. Wir fahren übrigens sehr langsam. Fällt mir irgendwie. Guck mal, wir biegen auch automatisch ab. Schön. Abgesehen davon, dass wir gar nicht lang müssen, aber das ist was anderes. Ich gebe mal Gas. Ja, und jetzt. Naja, das hat sich eigentlich dadurch halt eingestellt, dass ich halt keine Bilder dazu hatte. Und nur den Link reinballern, das wäre irgendwie blöd gekommen. Jetzt mache ich halt die Thumbnails selber. Und kann die ja dementsprechend, sobald das Video da ist, also entweder ich habe es fertig und gucke dann nach einem Thumbnail oder ich gucke sofort in der Rohdatei nach einem Thumbnail. Das ist eigentlich rum wie rum. Und kann das dann gleich vorfertigen und kann dementsprechend schon, wie ich bei YouTube die Videos plan, bei Facebook die Postings da einplanen. Und dann läuft das eigentlich. Und von daher wird die Seite jetzt wahrscheinlich ein bisschen aktueller gehalten werden. Auch wenn sie erstmal immer noch nur dafür erstmal gedacht ist. Ob da später noch was anderes kommt, kann sein, weiß ich nicht. Wenn es dann mal soweit ist, werden da dann wahrscheinlich die ganzen Livestreams angekündigt. Das kann halt, das würde wahrscheinlich noch passieren. Das würde halt noch aufkommen. Und ja, aber ansonsten wüsste ich nicht, was man da noch so großartig machen könnte auf der Seite. Muss ich zugeben, weil ja, es ist in Ordnung. Gerade auch Umfragen, ne, habe ich ja gemacht, mache ich per Video. Auf dem Kanal direkt und nicht auf Facebook. Aus dem Grund, nicht jeder, der die Videos guckt, hat jetzt unbedingt Facebook. Wenn ich da sage, ja, guck mal da, auf Facebook ist eine Umfrage und da kannst du mal dran teilnehmen. Das war übrigens gerade die Flasche, ich trinke mal kurz einen Schluck. Zu dieser sehr actiongeladenen Musik.
Und bei dem Video, ja, ich denke, ich erreiche da einfach mehr Leute. Und es ist ja für mich auch kein Aufwand, da irgendwie 5 Minuten zu quatschen und mein Profilbild, also meine Fratze da als Video in Anführungsstrichen drunter zu legen. Das ist ja an sich keine Arbeit. Und damit erreiche ich halt mehr Leute, als wenn ich das nur über Facebook mache. Weil es hat eigentlich jeder. Beziehungsweise es will da auch nicht jeder unbedingt was dazu schreiben, weißt du? Es ist natürlich was anderes, weil auf Facebook hat man höchstwahrscheinlich seinen richtigen Namen angegeben. Sollte man vermuten. Weiß man bei manchen nicht, aber sollte wahrscheinlich so sein. Und da will man wahrscheinlich nicht unbedingt, dass jeder dann auf das Profil von der Person kann, ne? Das ist ja auch wieder so eine Frage. Es muss nicht unbedingt sein. Ja, denke ich, über YouTube geht das da an einiges besser. Also ist nur meine Meinung, vielleicht ist es auch totaler Schwachsinn. Aber ich denke, es ist so besser. Wenn Menschen sagen, ich denke, dann weiß ich, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. So, wo muss man hin? Diese Musik ist so doof. Also, ne, ich muss da echt Musik raussuchen. Schrecklich, ey, diese Musik. Ach Gott. Wir fahren doch schon so schnell, wir können, Mensch, und so weit ist es doch gar nicht mehr. 16 Kilometer, Alter. Wir brauchen eine Viertelstunde dahin, dann haben wahrscheinlich noch 6 Stunden Zeit. Jo, 1,5 Stunden. Wir brauchen jetzt noch eine Viertelstunde bis dahin. Weißt du? So blöd. Das ist doch schon Dover. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, dass wir so ein bisschen vielleicht in England erstmal bleiben. Es wäre vielleicht mal was. Ich weiß nicht, aber es wäre vielleicht mal was. Oh, hier sind nur noch 80. Wir müssen geradeaus weiter. Hier sind wieder 50. Doch nicht. Doch. So, in Dover, was gibt's denn da? Ein Fragezeichen sehe ich schon. Wenn es nur eins ist, ist es eine Arbeitsagentur. Ist auch kein großer LKW-Händler, weil die Garage ist gegenüber. Werkstatt meine ich. Von daher ist es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eine Arbeitsagentur tatsächlich. Ja, ist eine Arbeitsagentur. Da ist kein zweites Dingsbums. Fragezeichen. Manchmal hängt es echt an den einfachsten Wörtern, wo du denkst, boah, wie hieß das nochmal? Halb peinlich eigentlich. So, Freunde. Das Musik. Oh, schrecklich, ey. Wie so eine schlechte 70er Jahre Sitcom, wo sie in der Disco sind und ab feiern. Weiß ich nicht. Was auch immer. Ich bin verwirrt. Okay. Den LKW wollten wir auch irgendwann nochmal aufwerten, ne? Ach ja, komm, ey. Oh, diese Ampeln. Beschissene Ampelschaltung hier. Immerhin steht auf der anderen Straßenseite eine Ampel. Da muss ich nicht hier so gucken oder da so, sondern kann einfach so geradeaus gucken. Das ist ganz gut. Dü-dü-dü-dü. Da drüben müssen wir übrigens hin. Man sieht es schon. So, lenken wir mal rum hier. Also ich muss schon sagen, seit der Techlift-Achse, das funktioniert super mit dem, gerade mit den Lenken, das funktioniert hammermäßig. Diese Musik, Alter, es ist so schrecklich. Oder wie aus so einem schlechten Videospiel, oder ich habe doch keine Ahnung. Klingt echt scheußlich. Muss ich echt dringend auswechseln. Gut, habe ich gleich eine Beschäftigung für morgen, kann ich gleich Musik raussuchen, das ist natürlich super. Juhu! Ich liebe diese Rundumleuchten. Ich würde sie am liebsten die ganze Zeit anlassen. Toll. Passt natürlich nicht. Ach, klar. Boah, das gibt's doch nicht, ey. An dieser Kackkante da schon wieder hängen geblieben, ey. Leck mich doch fett.
vorne in der Geschichte hier. Ja, es hat. Ach Mann, ey. Leck mich doch am Arsch. Gehört da rein, du bist Kabel. Sind wir überhaupt richtig? Weil es kommt doch irgendwie. Ah, da ist die Meldung. Okay, ich hatte mich schon gewundert, weil ich dachte, die ploppt eigentlich immer auf, aber okay. So. Jetzt! Nix wie weg damit, ey. Boah, na endlich. So, eine Stunde 48 waren wir unterwegs, okay. Ja, komm, wir sind jetzt bei 15 Minuten ungefähr. Wir fahren noch was. Ja, hier Frachtmarkt. Da sind wir. Felixstowe, Metz, Düsseldorf, Cardiff, ach du Scheiße. Southampton, Sheffield, Luxemburg, Cardiff, Liege, Köln. Kölle Alaf, komm, wir nehmen den. Wie sieht's denn schlaftechnisch? Sieht gut aus. Ach man, wie die Karre ausgeschaltet, ey. Komm gern. Jo. Na bitte. So, einmal hier rum. Wow. Na, ich sag halt, die Lenkung ist der Hammer. Seit ich die drei Achsen habe. Es funktioniert einfach wie geschmiert. Wie geschnitten Braut. Hier, wusch rum. Ist der Hammer. Ah, ich dachte schon, das ist das Einzige, was hier rumsteht. Da stehen tatsächlich dreimal die gleichen Anhänger. Das ist irgendwie. Weiß ich nicht. So, Freunde. Ich hätte es nicht gewusst, welchen ich nehmen soll, wenn ich ehrlich bin, weil das sind irgendwie genau dieselben. Außer dass bei dem die Plane irgendwie ein bisschen. Ach nee, der hat eine andere Plane drauf, ne? Da ist da so eine. Was so überlappt und bei den anderen ist das nicht. Aber ansonsten sind die komplett gleich eigentlich. Weißt du was? Jo, weiß auch eh kein Schwein, was da hinten drin ist. Weiß also niemand, dass da keine Gefolgestoffe drin sind, die mich dazu berechtigen würden, diese Rundumleuchten anzuschalten. Wieder der komische Soundbug. Freunde, einmal hier rum. Sind wir richtig? Ja, passt. Okay. Oh, Alter, wie viele Kreisverkehre haben die hier denn? Das ist jetzt der dritte. Und da drüben ist noch einer. Willst du mich verarschen? Geil. Damit kommen wir bald zur Formel 1 mit der Karre, ey. Das ist der Wahnsinn. Es gibt ja sowas wie Formel 1 für Trucks, ne? So Rent-Trucks. Irgendwie geil. Weiß ich nicht. Boah, leck mich doch am Arsch, Alter, wegen. Ernsthaft? Ist das. Das. Ist ein Überfahren einer roten Ampel. Und wenn ich hier stehe und noch gebremst habe, ist es das nicht. Alter, werdet euch mal einig, was ist, Freunde. Ganz ehrlich, was soll denn die Scheiße? Das war jetzt super unnötig. Ich hab doch gebremst, Mann. Spritverbrauch 150 Liter auf 100 Kilometer. Das ist ein Traum. Ich weiß, es ist die momentane Anzeige, aber es ist lustig. Weiß ich nicht. Gerade wenn man so im ersten Gang Gas gibt, da stehen immer so 300 Liter. Guckst du schon nicht schlecht. Aber Average haben wir genau 50 Liter. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Denke ich. Bin mir gar nicht so sicher. Alter, wie viele Radarkontrollen denn noch? Da war doch gerade eben erst eine. Ey, die Briten haben es mit ihren Blitzern. Kann das sein? Sind die denn wahnsinnig? Gut, so stellt man wenigstens sicher, dass sie auch wirklich ihre 48 fahren, diese. Alter! Und warum komme ich mit der Karre nicht vorwärts, Mensch? Was denn los? Ach, Mann! Alter, das war jetzt die dritte Geschwindigkeitskontrolle. Da vorne ist schon wieder ein Schild. Alter, Freunde! Sag mal. Warum? Alter.
Heißer Scherz. Willst du mich verarschen? 4 Radarkontrollen hintereinander. Also, das ist vollkommen übertrieben, ey. Das ist doch schon Paranoia. Also. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Wenn ich es richtig gesehen habe, fahren wir so ziemlich nah an der Küste rum auf unserem Weg nach Southampton oder war es. Nee, Plymouth war es nicht, ne? Plymouth ist da hinten bei Bristol. Also Bristol in echt, im Spiel gibt es das ja nicht. Frage ich, warum? Ist eigentlich auch eine ziemlich bekannte Stadt, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß nicht. Gut, ich kenne die auch nur durch den Englischunterricht damals, aber. Eigentlich generell nicht so englische Städte, höchstens vom Namen her, aber war ich ja nie dort. Ja, Grund hatte ich glaube ich schon mal ausgebreitet, ne? Also wer es nicht weiß oder vergessen hat oder wen es interessiert, einfach mal irgendwo in vorherigen Folgen gucken. Normalerweise eigentlich gar nicht hier anfangen mit dem Let's Play, ganz ehrlich, immer mit Folge 1 anfangen, immer mit Folge 1 anfangen, das ist ganz wichtig. So, jetzt sind 80. Ach, guck mal, von hier kommen wir doch. Mensch, da ist doch der Eurotunnel. Ja, genau. Der Channel-Tunnel. Schön. Ja, das ist das Ding. Schön. So, da, voll mit dem Finger ans Mikro, wo ich gerade im Auge gejuckt habe. Schön. Jo, tanken müssen wir diesmal nicht. Hoffe ich. Nö, 1300 Kilometer, ich glaube, das reicht noch. Was ist denn eigentlich die letzte, das letzte Fahrgestell, was man freischaltet? Das ist dann noch was. Ist das dann 8x4? Das wäre der Hammer. Boah, das wäre nice, so ein 8x4 Fahrgestell. Das wäre der Hammer, ey. Das wäre der ultimative Truck einfach. Und dann dieser Megastore dazu, wo du diese Auspuffe hast, die direkt hinter das Fahrerhaus kommen, diese. Wie heißen die Dinger? Hochauspuffe oder keine Ahnung, wie die heißen. Die Dinger da noch dazu. Oh, mega. Das wäre der Hammer, ey. Aber da ist noch ein Weg hin. Ich glaube, war es Level 16, wo man das freischaltet? Oder war es Level 26? Ich weiß es gar nicht. Können wir ja mal nachgucken. Ich denke, mit der Fahrt hier kriegt man dann Level 13? 14? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, ja. Vor 5 Minuten von Augen gehabt und schon wieder vergessen. Das ist schlimm. Wir schalten das wahrscheinlich sowieso noch frei. Und dann sehen wir ja, was es ist. Die Rundumleuchte. Das ist geil. Sieht schon irgendwie episch aus, ne? Also muss man mal festhalten. Sieht schon irgendwie geil aus, wie wir da so über die Straße brettern. Das sieht schon geil aus. Und da ist übrigens das Meer. Ich hab doch gesagt, wir fahren an der Küste lang. Boom! Ich hab's gewusst. Gut, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Aber, ne? Schön, dass das halt möglich ist. So, da ist ein kleines Wörtchen am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Ich soll nicht singen, ich weiß. Ich tu's trotzdem. Einfach weil es Spaß macht. Guck mal, hier dürfen wir Gas geben. Iha! Und jetzt erstmal so einen fetten Wheelie damit hingelegt. Quietschende Hinterreifen und ab geht's. Käme aber, glaube ich, beim LKW irgendwie komisch. Das käme sehr komisch, wenn er auf einmal die Vorderachse abhebt. Ich weiß nicht. Würde mich ein bisschen verstören. Oder verängstigen. Oder beides. Wie heute ein gewisses Spiel. Es war. Oh Gott. Ja. Ich hatte erwähnt, ne? Postapokalyptische Riege da mit Stalker zum Beispiel. Ja. Heute eine Runde offscreen Call of Pripyat gespielt. Ja. Und das erste, was mir als Monster vor die Nase gelaufen ist, war ausgerechnet ein Wesen, mit dem man es eigentlich erst zu tun hat, wenn man etwas besser ausgerüstet ist. Das war
echt verstörend. Das war der allererste Feind, der mir vor die Nase gelaufen ist. Da war es gleich so ein Vieh, Alter. Ja, da war das auch erstmal erledigt, dass der Speedkämmer ist. Schon wieder. Ist es jetzt die fünfte oder die sechste sogar schon auf unserem Weg? Ist voll übertrieben einfach. Entschuldigung, ist voll übertrieben. Wie viele beschissene Radarfallen haben die eigentlich, ey? Ganz ehrlich. Ja, jetzt sind wir in einem Tunnel. Da vorne ist ein Holz-LKW. Haben wir schon mal Holz gefahren? Ich weiß es gar nicht. Also jedenfalls nicht mit unserem eigenen LKW hier. Wo die Anzeigen unten sich wieder annähern, wie es scheint. Ich verstehe die immer noch nicht, die Anzeigen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Guck mal, Average ist um 0,1 Liter hochgegangen. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Das sind 100 Milliliter mehr, ja. Das ist, nee. Kann ich nicht gutheißen. Voll die Umweltverpestung. Gut, das sind Autos im Allgemeinen sowieso. Aber das ist was anderes. Dürfen wir wieder... wir dürfen aber wieder 97. Alter, wir brauchen... Was ist denn los? Die Karre beschleunigt gar nicht. Oh, wir werden halt nicht ein... Ja, gut. Wir ziehen zwar gerade Sprit ohne Ende, aber wir werden nicht schneller. Das ist ein Traum. Wir brauchen dringend einen neuen Motor. Also, ich glaube Level 14 oder Level 16 schalten wir noch rein frei. Ey, wir brauchen dringend einen neuen Motor. Wenn der nicht reicht, Volvo. 750 PS, muss ich glaube ich nicht weiter was zu sagen. 750 PS sprechen dann glaube ich für sich. Ach ja. Da muss ich doch glatt kurz gehen, weil es schon wieder um 2:30 Uhr morgens ist. Und ich seit 5:30 Uhr morgens munter bin. Das sind jetzt 21 Stunden ungefähr. Das ist ja ein Traum. Ja. Super. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gut, wahrscheinlich wird es dann ablaufen wie letzte Nacht. 3 Stunden Schlaf. Weil die Nachbarn von unten wieder rumbrüllen. 5:30 Uhr morgens. Also Leute zu der Zeit nichts zu tun hätten. Zum Beispiel schlafen. Aber okay. Ach, richtig ätzend. Richtig ätzend. Es ist traurig. Das war wieder der Vorteil vom Dorf. Du hattest einfach deine Ruhe, wenn du mal deine Ruhe haben wolltest. Ja. Wenn hier die Nachbarn rumschreien, bist du sofort munter. Ja, es ist echt. Naja, was willst du machen? Ich kann mir ja irgendwie Eierverpackungen an die Wand kleben. Sieht zwar komisch aus, aber soll ja helfen. Frage ist, wo kriege ich so viele Eierpappen her? Wie lange müssen wir denn noch? Ah, okay. Ja, gut, jetzt sind wir bei einer halben, also sind wir bei einer halben Stunde ungefähr. Ich denke, das reicht. Sind wir doch fast wieder bei einer normalen Folge angelangt. Ja, na gut, ne? Aber wie gesagt, ne, ein bisschen kürzer auf jeden Fall, weil ich denke, gerade war es die letzte oder die vorletzte Folge, die wieder eine Stunde ging. Macht mir persönlich zwar Spaß, ganz klar. Aber ich... Hä? Hat da gerade was geklackt? Sehr merkwürdig. Aber ich krieg dann auch ein bisschen Probleme mit dem Hochladen, mit dem Verarbeiten. Weil allein das Rendern dauert... Ja, bei einer Stundenaufnahme ungefähr 2 Stunden. Ne? Komm, was... Klackert doch in der Karre, was ist das denn? Sehr merkwürdig. Vielleicht haben wir eine Katze im Motorraum drin, ne? Die wir dann befreien müssen. Hätte ich schon fast wieder gegähnt. Ach man. Ja, 21 Stunden auf sein merkt man dann doch irgendwann. Wow. Muss man schon mal zugeben.
21 Stunden wach sein, merkt man einfach. Ja, ganz ehrlich, ich werde danach auch sofort ins Bett gehen, ganz ehrlich. Ich merke es ja jetzt, ich nehme eine halbe Stunde auf, bin um einiges ermüdeter als vor der Aufnahme schon. Es ist schon heftig, muss man zugeben. Gerade dann noch die Aufnahme mit Quatschen dazu und sich dann noch aufs Spiel konzentrieren, weißt du, das ist dann noch so ein bisschen. Manche mögen es vielleicht nicht glauben, aber es ist anstrengend. Muss man schon sagen. Es ist dann anstrengend. Es macht zwar Spaß ohne Ende, ganz klar. Guck mal, erster Aufenthalt in Southampton. Aber es ist auch echt anstrengend. Es mag jetzt weniger anstrengend sein, wenn man ausgeruht ist, sage ich mal, wenn man munter ist, aber halt gerade wenn man dann 21 Stunden munter war, dann merkt man jede Minute, die man aufnimmt. Oh Leute, ey. Ah, vielen Dank. Vielen Dank, Kollege. Das ist ja freundlich. Oh, ich muss hier einmal komplett. Was ist denn hier schon wieder? Freunde, Alter, ganz ehrlich, jetzt fahr. Wag es dir rausziehen zu wollen, ich sage dir, ey. Gute Entscheidung, Kumpel. So, da müssen wir rein. Wir waren die Folge, glaube ich, gar nicht bei Postbett ausnahmsweise. Oh, ho, 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 ho. Oh, gleich drei Kreuz im Kalender machen, ey. Oh, das kommt einem Wunder gleich. Ich bin ja geradezu freudig erregt. Also nicht sexuell, sondern freudig. Weißt du schon. Ich halte die Klappe und park ein. Ich halte nicht die Klappe und parke nicht ganz so ein. Ich weiß nicht. Aber ich denke, das mit dem Einparken krieg ich besser und besser hin. Also, ne, Übung macht den Meister, ist ganz klar. Jo. Hä? Was ist denn gerade? Sah auf jeden Fall gut aus. So, pass auf. Aus und abgegeben. Ja, mit ausgezeichnet wie immer, würde ich sagen. Boah, Glück gehabt. Ein EP, Alter. Boah, puh. Okay. Komm hier. Was ist das? Ja, komm, ätzende Stoffe. Mach mal. So, Freunde. Jo, neue Aufrüstteile, das ist schön. Was gibt's denn? Okay, komm, wir stellen trotzdem auf nächste Werkstatt ein. Was für ein hässlicher Dings. Frontbügel-Ding. Also, weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie es heißt. Ich habe nur drauf geguckt und ich habe es als hässlich befunden. Für mich jedenfalls, ne? Wenn es jemand anderem gefällt, immer gerne, hab da nichts dagegen. Aber mir gefällt es nicht. So. Einfach jetzt die Geschichte. Wo müssen wir denn hier lang? Ach, da hinten. Na toll. Hätte aber einen Kreisverkehr fahren können. Hätte ich mir die Kackampel gerade gespart. Aber was soll's? Hätte ich wahrscheinlich da vorne eine Ampel. Von daher ist es eigentlich Wurst. Wahrscheinlich hätte ich am Kreisverkehr mit noch 5 Stunden gestanden. Aber da, ja, Arbeitsagentur war doch sonst. Wow! Ja, ich sag doch, ich hab da dann eine Ampel. Wow! Yes! Gut, jetzt haben wir wenigstens noch einen triftigen Grund, in die Werkstatt zu fahren. Ach man. Diese Techlift-Achse ist Segen und Fluch zugleich irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich sollte vielleicht auch nicht mit Handbremse bremsen. Ich als Need for Speed-Spieler sollte sowas eigentlich wissen, dass man sowas eigentlich nicht macht, aber okay. So, pass mal auf hier.
Level 16 erst. Wow. Ach, das ist Level 14. Ja. Ich weiß es auch nicht. Das hätte ich schon gerne, ne? Das Dach hätte ich schon ganz gerne. Frage ist, was machen wir dafür so ein. Das ginge sogar eigentlich. Wie wär's damit? Nee. So viel. So schief irgendwie, aber gut. Dann müsste hier eigentlich so ein Radiant hin. So. Wenn noch so einer. Das würde eigentlich auch gehen. Guck mal. Ich meine, Lampenbügel kriegt man noch zwei. Das ist okay. Vielleicht ist da noch einer dabei. Oh. Dass ich da vielleicht eher noch eignen würde. Was für eine hässliche Sonnenblende. Guck das doch an. Die auch. Gott. Nee, ganz ehrlich. Original ist da echt das Sinnvollste. Also in meinen Augen jedenfalls, ich bleib da beim Original, ganz ehrlich. Ja, und hier. Alter, guck das doch an. Das ist doch, ist doch grässlich. Und dann schon eher den, aber ich glaube, da gibt es auch irgendeinen, den nochmal in größer denken. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ja, hier haben wir ja die, ne? Die Runner. Ja, ihr könnt jetzt Alloy Vision nehmen. Das Problem ist, Alloy Vision gibt es nicht für hinten. Schon wieder blöd. Okay, pass auf. Haben wir. Ja. Wir können es uns ja noch nicht leisten. Irgendwann wahrscheinlich schon. Wir wollen ja. So, Folge beenden wie immer, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.